envie de faire une partie de bowling dans le garage avec toi demain après-midi. Tu peux venir en France? Und dann, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobon gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Devenir le roi du Big Deal avec les épées du Big Deal. Nous avons quatre épées très solides ancrées dans. Oui, bonjour, monsieur Fekelein. Si je peux venir faire l'examen demain après-midi, ah oui, je peux. Pour un seul candidat. Oh, attendez, je prends mon agenda. Quel est son nom que je sache? Intéressant. Sehen Sie sich sofort um. In einer Stunde geht ein Flugzeug, das Sie nach Süden bringt. Es ist alles verloren. Hoffnungslos verloren. Aber du weißt doch, dass ich bei dir bleibe. Ich lass mich nicht wegschicken. Mein Führer, ich bleibe auch. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Tun Sie, was Sie wollen. Die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. An meiner Person. Dann suchen Sie ihn. Mann, mach Hilfe! Das war ein Befehl. Der Angriff Steiners war ein Befehl. Ich will nicht vaterlich verlassen. Auf dem Schloss! Das war ein Befehl! Keine! Himmler! Unter Eid ausgerechnet Himmler! Das ist der schlimmste Verrat von Eid! Ich will nicht warten, ich will jetzt auf den Mille Millen! Auf dem Schloss! Sofort! Mann, mach Himmler! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Allez Hitler, installe-toi en voiture. L'inspecteur arrive.
Bonjour. Geben Sie mir Cola. Hitler! On passe la conduite! Allez, Dolphy, démarrez! Das war ein Befehl! Ne relâchez pas trop tôt votre embrayage, Dolphy. Bien, alors on stoppe, nous allons aller tout droit. Bien, pour terminer, vous allez faire un stationnement en bataille en marche arrière. Je ne peux pas vous donner les résultats maintenant, donc vous devez attendre dans les prochains jours, Dolphy. Yeah! Bitte, du kannst den Hermann doch nicht umbringen lassen. Große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Die Affen zum Beispiel. Himmler. Und da ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Weltfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Ich melde, der Führer ist tot. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind wir denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Showing you the rebel within. I'm drunk again!